So, und weiter geht's. Mach geschwind dieses Aufbewahrungsding basteln, das ich vorhin kurz angekündigt habe. Go, go, Power Rangy. Schon mal in den Baumodus gehen. Zack. Was haben wir denn hier? Ein Behälter, ein Behälter, ein Behälter. Ich glaube, das ist bei. Ist das bei Möbel drin? Ja, Behälter. Wir wollen natürlich was voll Fancyes. So, komm. Hier machen wir unsere Waffenkiste hin. Hier. So. Ach, scheiße. Auf E, genau. Hier kommen unsere Klamotten rein. Total cool, ne? Das wird so schön. Und unseren Jumble, unser Kram, kommt hier. Das ist auch eher so ein Klamottenkommoden-Ding, ne? Blockieren das kleine Ding. So ein bisschen unter das Bett. Da kommt auch irgendwas, keine Ahnung. Der E-Ring von der Frau. Und was ist denn hier? Das ist ein Bodensafe. Nee, brauchen wir nicht. Komm, scheiß drauf, den Bodensafe, oder? Na, ich will mit linke Maustaste bauen und dann mal dreht sich das Ding. Also. Waffen. Also im Moment können wir eigentlich eh alles mitnehmen, was waffentechnisch so, was das, weil wir auch dann den Scheiß verkaufen können, sobald wir einen Händler treffen. Ich würde sagen, dass wir hier auf jeden Fall unten unseren E-Ring reinkloppen. So, einfach so als Erinnerung. Und das andere, das Gegenstück lassen wir am besten an. Ich weiß gar nicht, bei den Klamotten geht es eigentlich auch eher darum, dass wir die verkaufen. Ach, was habe ich denn eigentlich gemacht? Ah, aber wisst ihr was? Hahaha. Hier drüben, bei den diversen Sachen hier. Diese schöne Nachricht. Dann natürlich das Holoband der Ausreißerin kommt hier rein. Und die rote Gefahr, dieses Spiel. Den Überlebensführer können wir auch wegmachen, aber dafür gibt es nochmal eine eigene coole Sache. Und zwar können wir hier im Baumenü so einen Ständer bauen. Was ist denn? Das ist eine gute Frage jetzt von dieser. Ich glaube, ist er bei Regale? Es gibt so ein. Ja. Guck mal da, so ein Zeitschriftenregal. Und da können wir dann wiederum die Zeitschriften reinmachen. Das ist schon ziemlich cool. Grognak, der Barbar und der Überlebensführer. Und wenn man dann rausgeht, sind die Sachen da tatsächlich drin. Hier, wie man hier sehen kann. Ich weiß nicht, ob wir das Ding jetzt auch drehen können. Ne, wir können es nicht drehen. Aber ja, die sind dann einfach da drin. Wir haben diese Perks trotzdem freigeschaltet. Also wir müssen die Sachen nicht mit uns führen. Das heißt, es ist alles cool. Hier ist auch nochmal. Ja, genau, hier ist eine Waffenwerkbank, da ist eine Rüstungswerkbank. Und wisst ihr, was mir gerade einfällt? Es gibt noch einen versteckten Bunker. Der ist hier hinten irgendwo. Jetzt entweder unter dem Haus oder da drüben. Ist es hier? Hier ist er nicht, dann ist es da drüben. Den habe ich irgendwann mal zufällig. Ah, da ist er schon. Ein Wurzellager. Ein kleines Wurzellager. Man sieht auch, hier geht eine Leitung lang. Den habe ich damals auch einfach beim Rumstolpern entdeckt. Ich weiß nicht, ob ich der Leitung gefolgt bin oder ob ich ihn einfach so gesehen habe oder gefunden habe, aber ja, hier ist natürlich nochmal richtig viel Zeug. Also Essen, vor allem Essen, dann natürlich noch Getränk, Zuckerbomben, noch mehr. Ich nehme das alles mal mit. Radio schalten wir an. Auf jeden Fall. Oh, habt ihr das gesehen? Was war da? Was war da? Goldbarren. The fuck? Wir hatten hier unten gesessen und sich verbunkert. Mit Goldbarren. Irgendjemand, der es schon gerochen hat, ne? Ja, Schaufel nämlich auch mit. Das lege ich dann aber nochmal ab, beziehungsweise verbrauch's. Ja, Das Schloss kriege ich nicht auf. Oh. Ach so. Abgeschlossen. Das kriegen wir noch nicht auf, dieses Schloss. Wir sind noch zu klein. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber wir wissen ja, dass wir hier noch einen Bunker haben. Falls ich dir die nächsten 30 Millionen Folgen nicht aufmache, dann sag dir einfach, hey, denk an den Anfangsbunker, du Banket. Und dann mache ich das. Komm. Jetzt lädt es aber doch ganz schön lang. Spricht nicht fürs Spiel, ne? So. Was auch noch cool ist, jetzt, wir haben halt ziemlich viel Schrott dabei, ne? Der auch Gewicht hat. Das heißt, irgendwann sind wir natürlich schneller voll, wenn wir so viel Scheiß mit uns führen. Aber man kann den Schrott ganz schnell in einer einzigen Aktion ablegen, indem man an diese Werkstatt geht, also Transfer drückt und dann gesamten Schrott lagern. Ihr seht jetzt hier 201 von 260 Kilo T und jetzt haben wir 120. Und der ganze Schrott ist hier drin, also wirklich ausschließlich der Schrott, den wir nicht brauchen.
den wir nicht benutzen können, der wirklich einzig und alleine dafür ist oder dazu dient, dass man craften kann. Und wenn man jetzt hier irgendwas braucht, zum Beispiel eine Feder oder Stahl, dann muss ich mir das hier nicht rausnehmen. Ich kann hier an die Waffenwerkbank gehen und kann trotzdem alles bauen. Und das heißt, diese Werkbänke, die in den, hallo, ich will hier vielleicht raus. Achso, ja, die Animation muss erstmal angehen. Hier wird alles versorgt von dieser Bank. Also, ich kann hier komplett bauen und laufen bis zum Rand. Hier drüben sieht man da hinten das Grüne. Das ist der Rand. Der Baurand. Wenn ich darüber hinausgehe, dann kommt auch, glaube ich, ein so ein Countdown. Genau. Und das hier ist der gesamte Baubereich. Das hier hinterm roten bzw. im grünen Bereich. Ja. Aber das reicht jetzt erstmal her, was das Bauen angeht. Wir gucken noch kurz, ob wir Cotsworth mitnehmen können. Weil natürlich in sick. Concord muss es jemanden geben, der ihnen helfen kann. Können wir dich hey, nicht? Cotsworth. Oh, machen Sie sich keine Sorgen, Sir. Mir geht es gut. Auf V kann man das ja auch machen. Okay. Ja, ihm geht's gut. Super, ich wollte ihn noch mitnehmen. Ich habe doch jetzt aber Angst. Super toll, ey. Ich habe total Angst. Steht da vorne jemand? Ne. Naja. Geh mal halt Moran. Geh mal halt Moran. Concord ist da drüben. Obwohl es da oben steht. Oh. Shit. Ist das ein Nackter hier? Das ist ein Hund. Ja, Fleisch nehmen wir mit. Raider, du gehörst mir. Gammler Outfit. Sehr gut. Das ist mein Outfit. Das schreit ja förmlich nach mir. Oh, jetzt bekommen wir gleich noch was Cooles. Leute, Leute, macht euch bereit. Achtung. Hm. Wer ist da? Was ist das denn? Ein deutscher Schäferhund? Begrüße den Hund. Also er beißt mich einfach tot. Hallo Hund. Hey, Kumpel. Hey. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Erzähl doch mal. Eigentümer, dir geht es gut? Los geht's, du bist ein Streuner. Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Ja. Schau deinen Hund an und drücke E, um ihm Befehle zu erteilen. Hund! Hey! Komm sofort daher! Hier drüben. Sofort! Ich werde aggressiv. Nee, hey. Komm her! Wie komme ich wieder aus dem Modus raus? Arme Tab. So. Hey! Reden, handeln, bleiben, abbrechen. Handeln! Hast du was zu verkaufen? Etwas ungeschickt gewählt. Aber ja, ich könnte ihm jetzt irgendein Zeug geben halt. Aber jetzt speziell der Hund, wenn ich menschliche Begleiter habe, klar kann ich den Waffen geben und so Zeug. Der Hund hat jetzt nicht so, ja. Und um das direkt mal zu sagen, ich hoffe, ich muss mich jetzt nicht schämen. Ich habe den Hund noch nie als Begleiter mitgenommen. Also für eine längere Zeit. Nur am Anfang hier. Sobald ich irgendjemanden hatte, mit dem ich Waffen in die Hand drücken konnte, habe ich Menschen genommen. Richtig sexy Viber und sowas. Wir können gerne den Hund hey. Mal so ein bisschen ausführen. Das habe ich ja noch nie gemacht. Was kann ich Wie mit ihm so reden? Wie geht's dir, Kumpel? Wie geht's dir, Kumpel? Das war's? Kannst du Tricks? Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Ja. Bin der Hund! Hey. Okay, pass auf, pass auf. Achtung. Guck mal, was der kann. Öffne die Tür. Guck dir das an. Guck dir das an. Hund! Zugriff! Zugriff! You need to kill this Bambus Rat. Oh. Der Hund ist ultra sick. Also, der greift jetzt auch alleine natürlich an. Ne? Ich müsste ihm das jetzt nicht zwingend sagen, dass er die angreifen soll. Ja. Vor allem kann der, glaube ich, auch große Gegner so anknabbern, dass die. Lass meinen Hund in Ruhe. Dass die so in Straucheln geraten. Jawohl, wir sind ultra das Team. Ich glaube, ich spiele für immer mit Hund. Weil ich nehme den Hasso oder so. Hasso. Gut gemacht. Krieg Schmalbursfleisch vielleicht später. Ist in Ordnung. Guter, guter, guter Hund. Wie ein guter Junge. Ja, was ist denn hier mit der Redrucke-Tankstelle los? Hm? Was haben wir denn hier? Das ist dabei eine schöne Tankstelle. Guck mal. Mit Schiebetüren. Crikey. Vorkriegsgeld. Amateur. Funkebox. Jawollo, Prollo. Voll viel Zeug. An das Dingens gehe ich gleich. Oh. Six. Hier haben wir eine weitere Werkbank. Können wir die auch schon bedienen? Ja. Das heißt jetzt, dass wir hier eine weitere Siedlung bauen könnten.
auch in diesem gesamten Bereich mit Geschützen, Betten, Siedlern, die da wohnen. Wenn du eine Siedlung baust, dann ziehen da auch Leute hin und so weiter und so fort. Das ist ein sehr cooles, ausgeklügeltes System. Und hier gibt es auch schon ziemlich viel. Auch vor allem viel Schrott, den wir uns holen können. Guck mal, auch wieder ein Labor. War das drüben auch? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ja, darum nehme ich jetzt auch nicht alles so direkt mit, sondern das können wir dann auch im Baumodus verkloppen. Beziehungsweise mitnehmen geht eigentlich doch schneller und das dann ins Ding reinhauen. Ne? Also hier Schrott weggeben, ihr wisst schon, mit einem Mal. Das machen wir dann lieber so, wie alles einzeln zu verwerten. Habt ihr recht. Das habe ich gehört, obwohl ich nach wie vor jetzt noch keine Folge hochgeladen habe. Ich nehme die gerade einfach so am Stück auf, es macht so ultra fun. Ich habe übrigens den Spielsound nochmal einen Ticken leiser gemacht. Ich habe ab der dritten Folge habe ich meine Voice nicht mehr separat aufgenommen. Ich nehme komplett alles nur mit OBS auf und lade es auch 1:1 so hoch, wie ich es aufnehme. Das heißt, da ist keine Bearbeitung, da ist kein extra Render-Vorgang, weil so eine 30-Minuten-Folge, die rendert halt mal easy 2 Stunden, auch auf dem neuen Rechner. Rendert die 2 Stunden. Und das muss ja eigentlich nicht sein. Also es ist, ich denke, es reicht so aus. Ich muss vielleicht noch ein bisschen rumtüfteln mit meiner Stimme, dass ich, also mit den Einstellungen, dass ich nicht zu leise bin im Vergleich zum Spiel. Aber das Spiel habe ich jetzt schon mal nochmal einen Ticken leiser gemacht. Das heißt, es müsste eigentlich passen, weil so spare ich wirklich sehr, sehr viel Zeit und der PC muss auch da nicht so viel arbeiten, schlicht und ergreifend. Ah, Nuka-Cola, sehr gut. Sigs. Ja. Wo war jetzt der... Ah, das war da drüben, ne? Hier. Kurz den Scheiß ablegen. Halt, da muss ich eigentlich in den anderen Modus gehen. Und zwar in den R-Modus und dann auf T. Zack. Trotzdem haben wir jetzt schon einiges dabei. Ja. Aber das ist ja nicht unser Ziel. Sondern wir wollen nach Concord. Aber so wie ihr mich kennt, machen wir einen kurzen Ausflug hier rüber. Wir kommen nochmal zurück zur Red Rocket Raststätte. Da gibt es noch einiges, da gibt es tatsächlich noch was zu tun. Aber ich will euch einfach, dass ihr nochmal hier andere Menschen seht, noch was anderes zeigen. Wenn ihr mich recht im Sinne ist, hier irgendwo eine verschissene Blähfliege. Erstmal voll geladen, dieses Stöckchen gezogen. Doggy. Oh, hi, Doggy. Hallo? Doggy, die furzen mich an. Kannst du was machen? Ja, hol sie dir. Beiß sie tot. Gut gemacht. Einer so erledigt, den anderen habe ich erledigt. Nass. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es aussieht hier mit unserem Charakter. Ob wir bald mal Richtung Level Up gehen. Oh ja, bald Level Up. Wegen dem Schloss. Komm her, Tundi. Hier, schaut euch das hier mal an. Das war damals auch, als ich das allererste Mal Fallout gespielt habe, meine allererste Anlaufstelle. Ja, die ich auch zufällig, was heißt zufällig, man läuft halt rum und findet den ganzen Scheiß, die ich gefunden hatte. Wie kann ich meine Waffe wegstecken? Wisst ihr, ich will nicht frech sein. Ah, man kann automatisch laufen, stimmt. Ah, bestimmt, wenn ich einfach... Ha. Oh, hoppala. Ah, man kann eine Taschenlampe anmachen. Gut, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich die Waffe wegstecke, aber das ist jetzt erstmal nicht tragisch. Kochstation ist auch erstmal wurscht. So, die Abernathy Farm. Das ist, wie gesagt, das erste Ding, das ich damals gefunden hatte. Und die haben natürlich auch... Ja, ich... Hey, nicht einfach aufhören zu sprechen. Sehe ich es richtig, dass du handeln willst? Ja, aber egal. Was hast du vor, Rätin? Ist nicht viel, aber ich habe ein paar grundlegende Dinge. Gut. Munition, Medikamente und so. Kein, Munition und Medikamente? Wie grundlegend sind die denn? Sehr. Willst du hier draußen überleben? Dann brauchst du Munition und Medikamente. Also, willst du jetzt handeln oder nicht? Ja, ich will handeln. Klingt gut. Ich habe so viel Scheiß. Davon kann ich ruhig mal was nehmen. Ich denke, den Schlagring brauchen wir nicht. Oh, ist er schon verkauft? Ja, hier unten stehen jetzt dann die Gesamtkosten, die an mich gehen erstmal. Falls wir was kaufen, könnte sich das noch ändern. Wir haben hier ganz viele improvisierte Pistolen. Das heißt, davon verkaufen wir einfach mal 7 Stück. Es ist leicht nervig, dass der Dialog hier noch mit drin ist. Das ist, glaube ich, nicht normal. So. Ah! Ich habe Molly verkauft, ich Dummbatz. Das ist natürlich blöd. Schlagstock, Zachary, davon haben wir auch 2 Stück. So. Das, ja, 109 gehen da schon an uns. Wie viel hat die? Okay. Und das können wir dann annehmen mit R.
Okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier... Ich verkaufe einfach auch diesen ganzen Schotter, den wir eh nicht brauchen. Ne? Den Armeehut wollen wir natürlich anziehen. Gammler Auto brauchen wir nicht. Alles, was Minus hat, werde ich verschachern. Ihr seht, es hat auf jeden Fall Vorteile, wenn man einfach alles mitnimmt. So kriegt man, so kommt man wirklich sehr schnell zu Geld. Was hat denn unsere Lederrüstung hier? 3 und 10. Ja, natürlich deutlich besser. Was ist hier los? Warum steht hier, dass wir hier irgendwie mehr Schutz hätten bei dem Ding? Was laberst du? Hä? Das ist hier, das stimmt irgendwas nicht. Das kann nicht sein. That's wrong. Ach, das Kleid hätte ich natürlich gerne angezogen. Den Volt-Anzug, den neuen, hauen wir auch weg. Und unsere Zulieferkappe auch. So. Läuft. Ja, ist in Ordnung. Gibt sonst noch irgendwas? Hilfsmittel natürlich nicht verkaufen. Das, den ganzen Kram brauchen wir. Verbrannte Wirtschaftsmagazin brauchen wir nicht. U-Bahn-Marke brauchen wir auch nicht. Und den Ordner brauchen wir auch nicht. Und den Schrott brauchen wir wiederum für Dingenskirchens. Ja, Diamond City. Ich kann nicht behaupten, schon in Diamond City gewesen zu sein. Die größte Stadt im Commonwealth. Hat ihr das überhaupt gesagt, gefragt? Willst du was wissen? Hier kannst du damit anfangen. Okay. Was ist eine Tato? Eine Art Kartoffel? Das ist sowas wie eine große, red-resistente Verwandte der Tomate und Kartoffel. Tatos, Mutterbeeren, Teerbeeren. Alles verändert sich, um den radioaktiven Niederschlag zu überleben. Ja, das ist natürlich nice. Wie läuft der Handel mit Diamond City? Gut, wenn mein Mann mal dazu kommt. Das geht aber nur, wenn die Farm zuvor nicht überfallen wurde. Warum glaubst du wohl, dass ich Munition und Medikamente verkaufe? Du kannst dich nicht verteidigen? Dann schluckt dich das Commonwealth. Okay. Ja. Ich glaube nicht. Großartig. Vielleicht sagst du das beim nächsten Mal sofort, statt meine Zeit zu verschwenden. What the fuck? Weißt du, ich habe mit ihr 30 Jahre gehandelt und sie... Großartig. So, Mr. Abernathy. Das ist nah genug, Fremder. Chill. Wir sind eine friedliche Farm. Wir okay. wollen keinen Ärger. Ja. Auf der Durchreise, ich bin keine Gefahr. Schon gut, ich will euch nichts Böses. Ja, mit dem Sack auf dem Kopf. Wenn du das sagst, ja, du das aber sagst. Sei gewarnt, wir sind bewaffnet. Also mach keinen Ärger. Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Den ganzen Tag auf dem Feld, jeden Tag und ständig muss man auf der Hut sein. Ja, was baust du denn an, mein Sohn? Was pflanzt ihr denn hier an? Bisher hauptsächlich Tatos. Aber jetzt kommen Melonen dazu. Lake Abernathy. Ist lange her, dass ich jetzt zuletzt einen dieser Volt-Anzüge gesehen habe. Bist du neu hier? Ungefähr. Ja, und nein. Ist eine lange Geschichte. Hoppala. Wie auch immer, es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Was ist mit dir? Schon mal daran gedacht, das Land zu bestellen? Ach ja, warum nicht? Eines Tages werde ich es sicher versuchen. Dann wünsche ich dir viel Glück dabei. Vielleicht sehe ich dich eines Tages auf dem Markt in Diamond City und wir tauschen unsere Waren. Noch einen Rat. Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann? Tja, das hört sich echt übel an. Das sind keine guten Nachrichten. Du bist hier wirklich neu. Das sind die am besten bewaffneten Dreckschweine im Commonwealth. Du hast was, was sie wollen? Dann nehmen sie es sich. Als die Raider das letzte Mal kamen, hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Jetzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Sie war erst 21 und sie haben sie ohne zu zögern erschossen. Oh, deshalb brauchen wir die Minutemen wieder. Und je früher, desto besser. Die Minutemen? Was? Was ist mit den Minutemen? Ich weiß es leider nicht. Sie haben sich wohl anderen Dingen zugewendet. Die Raider nutzen wirklich jede Gelegenheit. Ich kann dir nicht viel bieten, aber diese Raider, die Mary getötet haben, haben auch ihr Medaillon mitgenommen. Es ist schon seit Generationen im Besitz von Connys Familie. Wenn du es zurückholen könntest, würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Okay. Ich sorge dafür. Mal sehen, was ich tun kann. Gut. Conny glaubt, dass es ein Teil von Mary ist. Ich glaube, sie wird keine Ruhe finden, solange es verschwunden ist. Ist doch gut. Blake, ist es gut. Krass, Mann, diese FPS-Haftigkeit. Wenn ich mich recht entsinne, kann ich einfach alles klauen. Danke, Blake, gell? Ist in Ordnung. Ich war auch mal Farmer. Guck mal, man muss einfach nur durchgehen und das einfach einsammeln. Ich weiß nicht, was da. Ich vermute, sie hocken in dieser Satellitenstation im Nordosten. Zumindest sind sie in die Richtung marschiert, als sie okay. Blake, ich mach das mal eben mit deinen Tatos, gell? Danke. Und dann werde ich mir noch deine andere Tochter nehmen. Danke.
Die ist bestimmt auch lecker mit ihren Tatos. Ne, 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 ne. So. Kann ich jetzt vielleicht sogar jemandem die Tatos verkaufen direkt? Miss Abernathy. Bist du hier, um die Kronkorken für deine gesammelten Melonen abzuholen? Klick, klick. Nicht jetzt. Lass mich drüber nachdenken. Okay, gib mir Bescheid, wenn du deine Bezahlung haben willst. Okay. Davon habe ich irgendwie, das ist nicht so ganz bis zu mir durchgekommen, dass ich die Dinger hier ernten kann. Aber ich hatte recht, man kann dann wiederum die Sachen verkaufen. Krass, sind die faul. Guck mal, das ist ja wirklich ganz schnell gemacht. Du läufst drüber und drückst auf E. Können die das nicht auch? Ah, Leute, Leute. Komm, ich hier. Ich wusste, du würdest uns helfen. Ich schlag dich gleich, ja? Lucy. Bist du hier, um die Kronkorken für deine gesammelten Melonen abzuholen? Ja. Oh, die ist so blöd, ne? Ja, hier. Bitte. Ja, hier. Großartig. Danke für deine Hilfe. Tsching! 30 Kronkorken. Ich komme wieder, wenn die nachgewachsen sind. Das glaub ich, aber... Kannst du vielleicht auch... Oh. Miss Abernathy. Nur wenige würden Fremden ihre Hilfe anbieten. Die kann sonst nichts mehr sagen. Ist in Ordnung. Wo liegt denn jetzt die alte, andere? Hinterm Haus. Hier irgendwo oder was? Hey. Er ist einfach Hund. Kann ich ihn nicht irgendwie umbenennen? Ich würde ihn Zachary nennen oder Balls. Halt, ich heiße Zachary. Was labert ihr? Ich würde ihn Ballsack nennen. So, Red. Zachary. Das heißt doch ich schon. Nein. Achso. Wie würde ich ihn nennen? Guck mich mal kurz an. Das ist ein richtiger Kevin, oder? Guck mich kurz an. Kevin. Das ist ein verschissener Oh, fuck. Fuck, Kevin. Das ist ein Kevin. Ich hau ihm voll eine mit dem Stock rein. Du hau ihm das Bein ab und er... Kevin, wir haben da ein Problem. Hey. Untersuche. Schau dir an. Schau dir mal diese Rathirschkuh an. Los. Schau sie dir lieber mal an. Ist sie gut? Kevin, schmeckt die noch? Kevin? Nein. Schau mal nach. Mr. Kevin, das ist eine Hubblume. Die ist lecker. Er stellt sich einfach in die Blume rein. Das ist ein Gauner. Ja, ich sehe hier nichts von wegen irgendwie... Ach, guck mal. Ah, davon ist direkt die Ranger-Hütte. Da hätten wir auch hinspucken können da. Naja. Aber wo ist denn jetzt wo ist denn das jetzt? Ihr wisst schon. Die begrabene Frau. Die 21-Jährige, die so früh gestorben ist. Ich sehe sie nicht. Lucy, warum hast du nur den Zaun noch nicht aufgebaut? Du bist so faul. Naja, weißt du, ich muss das Zeug pflücken und ihr geben. Dann kriege ich läppische 30 Kronkorken dafür. Ich muss die mal ein bisschen rumwäschen, du die Alt. Wie ihr sehen könnt, ist hier auch so eine Werkstatt. Du bist nicht mit dieser Siedlung verbündet. A cut. Isn't this a cut? This is a cut. Ist doch... Was? Warum kann ich eigentlich... Achso, das sind die Schlechten. Ah, das sind die Schlechten. Guck mal, die haben ein richtig geiles Haus. Das fand ich damals auch ziemlich cool. Ich habe gehofft, dass man genau so bauen kann. Man kann auch fast so bauen. So richtig zusammengekrepelt. Ne? Also alles zusammengestückelt aus einzelnen Teilen, wie man hier unschwer erkennen kann. Rot heißt, ich würde es klauen. Wenn ich versteckt bin, heißt, ich kann dann klauen. Danke. Ja, also das Spiel besteht eigentlich zu, ich weiß nicht, wie viel, hunderten Prozent aus Klauen. Und wisst ihr, was ultra nice ist? Also es ging zumindest auf der Konsole. Wenn hier jetzt jemand ist und ich würde das hier nehmen und er sagt, hey, dann lade ich den Spielstand. Halt's gedrückt, klaue es nicht, ich habe es nur in der Hand. Für die Person ist es dann voll cool und dann lege ich es einfach um die Ecke, wo ich versteckt bin und dann nehme ich es. Raffiniert, ich weiß. Ich bin einfach ein raffinierter Bastard. Manche Sachen kann man, glaube ich, auch grundsätzlich mitnehmen. Bin mir auch nicht sicher. Hm. Naja, was mache ich hier eigentlich? Ich will doch kurz noch gucken, was sie noch so haben. Gelbe Farbe. Ja, alle gerade am Arbeiten da hinten. Allesamt sind sie am Arbeiten. Was ist so eine Tato wert? Glaubt ihr, die ist was wert? Ach, was überlege ich hier eigentlich? Wir brauchen doch jetzt noch kein Geld. Ich schlage jetzt noch die Kuh hier und dann gehen wir weiter. Nein, ich schlage die noch nicht. Hallo? Das ist die einzige Grundlage, die Leute haben und ihr würdet die Kuh verschlagen. Ihr seid schon echt krass. Komm, Kevin. Wir müssen jetzt ran an den Speckes. Wir müssen jetzt was erleben, Kevin. Achso, da ist er. Der teleportet sich da rum, der Kevin. Oder rennt der komplett mit mir mit? Ich weiß es nicht. I don't know. Da ist Concord und da oben ist die Red Rocket Raststätte. Oh Gott, Kevin!
Ich dachte kurz, das sind Steps. Fuck, was ist das? Dann ist es einfach der Kevin. Das fette Schwein. Concord. Jawohl, Level Up, Kevin! Woo! Komm her. Alles klar. Ganz kurz. Können wir jetzt schon hier die Sache machen, diese eine, die hier? Ja, die ist schon so hell, kann man machen. Ja! Jetzt können wir auch das fortgeschrittene Schloss im Ding öffnen. Das machen wir auch so bald wie möglich. Aber erst machen wir natürlich hier die Concord-Geschichte. Kevin, mach doch nicht so Geräusche. Du bist echt, manchmal ist er echt ein bisschen unüberlegt, geht er vor, der Kevin. Er macht mir einfach Angst, er erschreckt mich. Oh mein Gott, Kevin. Oh mein Gott, Kevin. Kevin. Look at this. Man kann nicht in alle Häuser, aber in manche kann man eigentlich reingehen. Irgendwie da vorne, in die, das da vorne kann man rein, mache ich jetzt aber nicht. Wobei ich dann schon an einem gewissen Punkt die Städte ablaufe, also wirklich alles ablaufe und gucke, dass man alles mitnimmt und so. Aber das ist jetzt hier erstmal nicht der Fall, weil ich auch so ein bisschen einfach für euch so eine Balance finden will zwischen rumgucken. Ich weiß halt nicht, wie spannend oder wie das für euch auszuhalten ist. Wobei das ja auch keine Folge, kein Projekt werden soll, wo ihr jetzt sagt, oh geil, da bin ich sowas von krass am Stissel. Also einfach, ja, ich dödel einfach nur vom... Kevin! Warum macht denn Kevin nichts? Er ist so hart am Chillen. Hey, eigentlich muss Kevin, bevor ich überhaupt irgendwie, bevor mich jemand riechen kann, muss Kevin die schon alle umlegen. Verdammt nochmal. Ja, es sollte einfach nur ein chilliges Ding werden. Komm mit, Kevin. Greif halt mal an. Mach doch mal irgendwas. Muss ich erst angegriffen werden, bevor der Kevin irgendwas macht. Dummbatz. Wisst ihr was? Ihr habt recht. Erstmal schön die Schrot in die Hand. Halt, das ist nicht die Schrot. Oh! Oh. Auf dem Balkon! Hallo! Da drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Okay. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Ist ja schon gut. Ich muss erstmal hier alles ausräumen. Lasermuskete. Sind wir hier in der Zukunft oder was? Hallo? Ich muss doch erstmal alles nehmen und die Leute nackig machen und dann vielleicht mal kurz in der Bobbes reinschießen. Hang. So. Shit, ultra blutiger Durchfall. Wenn die Freiheit ruft. Alles klar. Da ist einer zerbröckelt. I. Ja, wir haben jetzt hier einen Minuteman und da liegt eine Lasermuskete umher. Warte mal, ich nehme hier noch alles mit von ihm. Und natürlich noch die Laserzellen. So. Und die Lasermuskete ist schon echt eine krasse Geschichte. Guckt es euch mal an. Also der Lasermuskete, Lasermuskete. Zack. Lasermuskete. Ich lege es mal auf 9. Guckt euch mal dieses Ding an. Boom. Ist es was oder ist es was? Ich weiß nicht mehr genau. Okay. Ja. Damit gehen wir jetzt natürlich rein. Wir wollen die Siedler retten. Wir wollen Action. Wir wollen alle zerstören und vor allem die Lasermuskete testen. Und es ist natürlich, wie der Name schon sagt, eine Muskete, die mit Lasern schießt. Und zwar circa so. Ja, genau, die Ladung war so. Jetzt habe ich eine Ladung drin. Das reicht, glaube ich, auch aus. Nein. Und zack. Nur habe ich halt... Oh, shit. Ah, es ist der Hammer. Das Spiel ist einfach geil. Also jetzt nicht wegen dieser Gewalt, einfach... Auch wegen der Gewalt. Aber weil es einfach nice ist. Auch wie die da runterfallen, die Physik und sowas. Hier kann man natürlich nicht durch. Oh, es ist nur verschlossen. Okay. Somit spart man sich, oder somit würden wir uns natürlich einen gewissen Weg sparen, weil die Türen, die verschlossen sind, sind eben Abkürzungen. Aber schön. Wir sind ja cool und nutzen eben nicht diese Abkürzung, sondern gehen mit der Waffe. So mache ich sonst immer auch, wenn ich eben solche Spiele spiele, grundsätzlich. Ich nehme immer die Waffen, die am meisten Munition haben. Oh nein, da sind Leute. Shit. Ein Szenario ist aufgebaut. Oh nein. War da jemand? Ja. Okay. What the fuck? Hat er nicht gerade jemand wirklich gelagert? Alles klar. Meine Augen! Tja, das tut weh, wenn man die Augen geschossen bekommt. Ich weiß, ich weiß. Wie ist das Schild? Ich müsste gleich echt ultra überladen sein, ne? Ich nehme gerade so unverschämt viel Rüstung mit. Das geht eigentlich gar nicht, dass man so viel Rüstung trägt. Da ist nichts.
Und hier ist eine Tür offen. Das sieht ein bisschen eklig aus. Jawohl, Werkzeugkoffer. Alles mitnehmen. Ja, ich muss bestimmt gleich ein bisschen was wegschmeißen. Das kann man dann irgendwann nicht mehr machen, ne? Die ganze Rüstung und so mitnehmen, da ist man dann sofort voll. Das geht natürlich nicht. Aber jetzt gerade am Anfang ist es eh wichtig, dass man alles hat. Hier unten ist ein Energiekern drin. Die sind einfach wichtig für die Energierüstung, für diese Powerrüstung, wie wir es auch vorhin schon gesehen haben, der Powerrüstungsspender. Mit diesem Fusionskern kann man diese Teile dann betreiben. Und ich glaube, hier in dem speziellen Fall, wenn ich mich recht entsinne, brauche ich den Fusionskern so oder so auch für die Mission. Ich weiß zwar nicht mehr genau für was. Ja, nee, ich glaube, ich krieg sogar eine Powerrüstung. Lass uns verdammt nochmal verschwinden. Sonst werden wir doch erschossen. Sei nicht so ein Weichei. Wir halten ihr werdet erschossen. Wie man es von uns erwartet. Ah ja, die haben wir auch noch hier oben. Oh ja, ich bin. Oh nee, ich bin noch lange nicht voll. Krass. So viel Schotter tragen. Unglaublich. Hier ist halt auch echt viel zu finden. Halt. Ist da. Ah, Zementsack. Nee. Wir wollen jetzt nicht übertreiben. Ich glaube, Zement hat man grundsätzlich dann genug. Also es ist ja eher so für die baulichen Unternehmungen, sowas. Und ja, man gewinnt Zement auch anderweitig, wenn man dann diverse Sachen verarbeitet. Oh, Kronkorkenvorrat. Sehr gut, 17 Kronkorken. Hm, hier geht's doch nicht weiter. Ja. Dun, 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 dun. Die Musik ist so chillig. Kommen wir da rüber. Oh yeah. Och, sie geht nach... Sie geht einfach nach innen, also nach außen auf in dem Fall. Was für eine Scheiße. Boxt mich einfach dieses Ding da runter. Lächerlich, Mann. Liegt da ein Schädel? Oh. Oberer Schädelteil. Nehmen wir alles mit, auch das Messerchen. Vielleicht machen wir mal eine kleine Messerstecherei hier. Warte mal. Ah, Springmesser, da ist es ja. Komm, das rüsten wir mal. Das mache ich auf 8. Dann komme ich jetzt gleich mal angerannt wie so ein Wahnsinniger und steche die ab. Zack, 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 zack. kurz mal schnell speichern. Ich glaube, ich kann die dann von hier, von hinten angreifen, oder? Was? Ach, Kevin, jetzt bist du da? Egal. Ich will nicht meckern. Oh, Kevin, Kevin. Ja. Das Coole an Kevin ist, soweit ich weiß, ist er unbesiegbar. Also er beißt so lange an den Leuten rum und beschäftigt sie auch, bis sie tot sind. Oh, jawohl, Seesack, noch die Leiche hier, wir haben so viel Zeug. Mir kommt es jetzt so voll, es gibt ja deutlich mehr Loot als auf der Xbox, das kann gar nicht sein, aber es kommt mir einfach so vor, als hätten wir ja ultra viel Loot. Kann man die Dinge eigentlich hier, ach, lieber nicht in ein Gasding reinstechen, das ist irgendwie bescheuert. Ich komme rein, ich ziehe jedem Einzelnen von euch die Haut ab. Das wird sicher lustig. Ja, soll ich schmappstichen oder was? Oh, voll da oben durch, ach du Scheiße, noch einer. Kevin, ran an den Speck. Au. Kevin, danke. Oh, Kevin, du bist so brutal. Er hat ihn gerade umgebracht. Also so richtig umgebracht. Gut gemacht, Kevin. Bisschen guter. Warte, Kevin. Warte. Ich habe noch nicht alles durchsucht. Nee, Quatsch. Halt. Ah, ich dachte, da ist eine Coca-Cola drin. Lass mich doch ganz kurz hier durchrennen. Ich muss dann auch zumindest diese offensichtlichen Sachen mal durchsuchen. Jawollo. Wir haben so... Ach, du trägst so viel, kannst nicht rennen. Okay. Ja, Schlagringe. Was ist denn hier ganz, ganz wenig wert? Wovon haben wir denn ganz viel? Na, die Schlagringe sind es, glaube ich. Ablegen auf R. Eine Sache noch. Kleidung können wir da bestimmt noch... Ja, den Armeehelm wollten wir anziehen. Oh, was? Na, Gasmaske mit Brille. Ja, ich will aber den Armeehelm irgendwie an... Obwohl, das ist schon irgendwie geil hier mit diesem Rad. 15 Ding. Das ist cool. Das lassen wir mal. Was ist denn das? Ist das für oben rum? Keine Ahnung. Wo hat man das denn an? Ach, scheiße. Ich lasse mal diese Lederkombi jetzt an und... Oh. Jawohl, wir haben ultra die Rüstung am Start. Geil. Einmal komplett ausgerüstet.
Leichte Kleidung, Minuteman-Outfit. Aha. Ist das jetzt. Was hat das jetzt? Das hat das Gutzeug. Ah, nee. Ah, ich blicke hier noch nicht ganz durch, aber ich hau jetzt auf jeden Fall mal diese Sackapulze weg. Und zwar zweimal. Und schon haben wir wieder Platz. Kurz speichern hier. Also mal so richtig durchspeichern. Ja. Und dann gehen wir hier an die nächste Sache ran in der kommenden Folge. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut. Ciao, ciao.